Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einer neuen Fortnite-Challenge auf meinem Kanal. Der Zilka und ich haben uns gefragt, ist es möglich, eine Runde im Wasser zu gewinnen? Und wir finden es heute raus, deswegen lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und let's go mit der Challenge. Migo TV, hier kommt der YouTube-Kanal. Games und Beats, ich bin der Boss im Saal. Fortnite, Call of Duty, das sind meine Spiele. Mit dem Lenkrad, nur zu Fuß, ich zeig euch die Rennen. Ich zocke die Schlachten, fange die Pokémon. Ich nehme euch mit auf eine Reise, los geht's schon. Fiona und Hiro, meine Katzen sind dabei. Wir haben Spaß und sind bereit. So, let's go. Wir haben letzte Runde gewonnen, deswegen Krone auf, damit wir den epischen Kronensieg auch holen. Und die Challenge liegt jetzt dabei, irgendwo im Wasser zu landen. Und ich würde sagen, am besten hier raus, damit hier überall Wasser ist. Oder wir können auch nach oben. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen. Wollen wir nach oben lieber? Ja. Hier Classic Curse, das, was ich eben markiert habe. Habe ich ein bisschen lost. Was landet man da jetzt vielleicht drauf? Ja, auf jeden Fall irgendwo eine Waffe ist, ne? Ja, ich brauche auf jeden Fall eine Waffe und dann muss ich direkt ins Wasser. Oh Gott, und super, ich finde hier natürlich keine Waffe. Hier ist so eine Kiste unter dir. Perfekt, danke. Ich bin hier. Eine Pistole. Sehr nice. Das ist ja geil in der ersten Kiste. Ja, das stimmt. Eine Shotgun. Ich, oh, hier ist auch bei mir eine Shotgun. Ein bisschen Schild für uns. Sehr cool. Schade, dass es nicht den Alien-Skin auch ein komplett weiß gibt. Weil das wäre natürlich OP, gell? Ja. Lass uns vielleicht mit der Strömung schwimmen, weil ich glaube, das wäre am schlauesten. Dass wir dann hier unten rauskommen. Ja, wir können unter den Brücken und so schauen, weil da gibt es ja auch Kisten. Stimmt. Schlau. Das ist wirklich schlau. Das Achievement für 3 Kilometer Schwimmen am Stück? Ich glaube, es gibt Achievements mit Schwimmen, aber ich weiß nicht, ob mit der Dings. Mit der Distanz. Immer gut zu wissen. Oh, da ist ein Hühnchen. So, jetzt kommt eine Abbiegung. Okay, welche nehmen wir? Haut aus. Ich bin mal wirklich gespannt, wie wir die Runde spielen, wenn wir wirklich nur im Wasser sind, gell? Ja. Vor allem, wie viele Tries wir brauchen. Das ist ja unser erster Try gerade. Ohne, wir haben halt nur die Pistole gerade. Also ich habe nur eine Pistole und eine Shotgun, das ist jetzt nicht so. Ja, okay, Loot. Hier könnte vielleicht Kisten sein. Oder Loot. Lass mal kurz gucken. Munition. Noch eine Pistole. Okay, ich sehe voll Schwimmflasche da. Willst du eine Pistole haben? Ja, nee, nee, nee. Okay. Hier leuchtet jetzt blau, das heißt, da sind die Sturmtruppen. Oh Gott. Ich dachte gerade schon, kommt ein Wasserfall oder sowas. Ist das schnell vorbeigeschwommen, oder? Geht jetzt ein bisschen bergab. Bitte? Jetzt ein bisschen bergab. Ja. Das ist der Premium-Schwimm-Play, den wir hier gerade machen. Können wir gerade machen, ja. Gerade im Wasser. Okay. Nix. Da oben. Ja. Außer es wurde schon gelootet. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dort gelootet wurde. Ah, hier links. Der kommt runter, der ist in einem Stein. Ja. Warte. Wolltest du jetzt denken? Achtung, der ist. Warte, warte, nicht springen, nicht springen, nicht springen. Nicht bewegen. Okay, jetzt lass den gleich absnicken.
Jawoll. Was hat er da? Oh Gott. Schwimmen. Oh Gott, ich bin fast down. Oh Gott, ich bin down. Aber warte ganz kurz. Okay. Warte, hol mich schnell, weil die kommen gelernt. Machen sie auf den Weg. Die werden vielleicht von jemand anderem geholt. Wir müssen gleich weiter schwimmen. Schwimmen wir jetzt gleich. Ja, wir brauchen auf jeden Fall das Range, wenn wir im Fuß sind. So schnell weg. Wird jetzt nicht auf die Insel, gell? Weil die sind jeden Moment da. Ja, ich komm nicht weg. Ja, belastend. Ja, die sind irgendwie im Gleiter. So, ich schwimme mal hier komplett runter. Aber wenn die mich jetzt verfolgen sollten, weißt du? Kann ich jetzt entscheiden, ob ich links oder rechts mich zeige? Ich glaube, die kommen nicht. Geh mal zu dem Haus hier drüben. Schwimme ich gleich wieder in die Mitte. Komm schnell aus dem Wasser. Hier sieht es gelootet aus, aber. Gibt's was zu mampfen? Und er ist hier noch irgendwo eine Kiste versteckt. Okay. Oh, eine Range-Waffe. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir auch mit. Munition nehme ich jetzt auch mal mit. Weiß ich nicht, wann man noch in Munition kommt. Gibt es hier noch Obst im Haus? Man sieht hier, was er angesprochen hat. Kein Obst nicht im Haus haben, obwohl man sieht, es ist Obst im Haus. Und jetzt diskutieren. Da wurde reingelaufen, bis war noch ein Fass. Danke. So, 2 Minuten habe ich noch, um deine Karte zu holen. Sprich noch schnell den Bot an. Der gibt mir auch irgendwas. Okay, Medikit. Oh Gott, da kommt ein Gegner. Ah, ich weiß, was der Gegner macht. Der holt sein Mate gleich wieder, oder? War hier nicht so eine Station? Doch, da. So, es wird jetzt ein bisschen dauern. Gehen den. So, weißt du was? Ich laufe da entlang. Gezogen, ne? Ja, aber ich muss dich ja wiederholen. Ja. Oh, da ist ein Lama. Ja. Aber ja, sitzt da. Oh Gott. Ja, die Falten da. Warte, oh Gott. Alles grün und bist du blau. Da oben war ein Gegner. Gut ist, dass es halt jetzt außerhalb der Zone ist. Das heißt, die meisten sollten mich jetzt nicht mehr da erwarten.
Und ich habe an der Tankstelle, kann ich dich gleich wiederholen hier. Ja. 7 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2. Was? Nein! Nein. Als ob! Lol. Ich bin unter dich rutscht. Oh nein. Sorry, Zilka. Du machst das schon. Ich hoff's. Oh Mann. Das war richtig doof, ey. Da muss ich gucken, dass ich es jetzt irgendwie überlebe. Aber mich fixt immer noch das Lama da an. Nicht eine Millisekunde. Beziehungsweise ich hätte dich ja eigentlich, ne? Ja, wenn du im Grunde auch durchgetaucht wärst. Ja. Wir sind gleich in der neuen Zone. Geh mal da kurz nach oben, da ist irgendwie Loot. Vielleicht liegt das Schild. Kleine Slurpy sehen da. So. Okay, ich müsste einmal hier hin, Ufer wechseln. Ja. Und dann könnte es eine gute Runde werden. Und tatsächlich wird es, glaube ich, auch was Gutes. Wenn ich einfach an der Zone vorbeilaufe. Ich kann mich noch an die ersten Battle Royales erinnern, wie PUBG und so weiter. Da habe ich, war ich am Anfang so trash, dass ich wirklich immer an der Zone geblieben bin. Immer an der Zone gelaufen. Das hier, ey, das ist. Na, willst du raus? Nee, nee. Hm? Wollen wir nicht kurz hier im Zimmer verschwinden? Lass mir die anderen nochmal machen. Auf geht's, komm. Erweitert das Magazin. Ja. Das war's. So kam ich tatsächlich dann immer ins Endgame. Und hab die Runden geholt. Aber ja, ganz ehrlich, Leute. Ja, genau, am Ende abgestoppt. Aber das Ding ist, ich finde es langweilig mittlerweile, weil ich will Kills auch machen, ne? Ja, so macht es ja halt keinen Spaß, wenn du dann ja. Nur wartest, bis sich alle Dienste für das erste ist. Das Auto. Lü. Warte, bitte. So. Stimmt, ist hier irgendwo jemand. Aber ich nervt es immer noch, dass diese eine Millisekunde da war. So, okay. Das dürfte nicht so krass auffallen. Obwohl Farbe Blau fällt schon krass auf, vor allem von der Höhe, ne? Schade, dass man sich nicht hinlegen kann. Wenn man sich hinlegen könnte, wäre es OP. Das wär geil. Aber das wäre so OP mit den ganzen Skins, ne? So, von wo könnten die Leute uns beobachten? Ich bin jetzt halt einfach gespannt auf die nächste Zone, ne? Weil an sich ja könnte man hier runterschwimmen und ins Meer. Die nächste Zone ist halt entscheidend eigentlich. Ja, ob ich gleich auf Land muss oder... Ich... 10 Sekunden, dann müssen wir es. Und zu mir kommen in der Nähe sind 3 Medaillons. Okay, neue Zone. Okay, ist hier im Wasser. Tatsächlich. Oder hier im Teich wäre die Mitte. Kann ja mal hier ranpirschen. Und dann kann ich mal entscheiden. Aber hier wäre noch tatsächlich ein Teich. Und hier. Ja. Gut, bewegen wir uns mal ein bisschen. Da ist irgendeine Waffe. Ich geh mal kurz hier raus. Ah, Blitz. Medikit nehme ich noch mit.
Das ist auch immer gut. Oh Gott, jetzt kommt die Zone. Und hier sind irgendwo die ganzen Medaillons in der Nähe. Oh, die sind bestimmt auf dem Berg und schießen dort. Irgendwo in der Nähe. Immer in die Nähe des Gebüschs. Hier sind jetzt so viele Schüsse. Ich glaube, mein Gebüsch da ist das, glaube ich, am sichersten tatsächlich. Ich markiere schon mal in die nächste Zone. So. Hier abgeschätzt. Die sind irgendwo vor mir. Okay. Oh, das freut. Das ist doch immer alle. Oh Gott. Alter, denn das so schnell. Aber wir haben drei Medikits. Ich spiele mit Medikits. Ich spiele jetzt mit Medikits. Und das müsste mein Ziel sein. Versuch mal was Riskantes jetzt. War an der Zone entlang. Ja, die wird halt jetzt gleich kleiner. Ne? Ja. Nun das von. Ja, alles gut. Ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Ah, vor dir läuft einer. Ja, ja. Da wird auch. Oh Gott. Junge, habe ich mich gerade erschreckt. Ja, nehme ich auch. Oh mein Gott, ja, der Riss ist die Rettung. Oh mein Gott. Machst du halt gleich ohne Schild-Challenge. Wäre sonst zu schwer, oder? So. Okay. Jetzt haben wir noch ein Schild übrig. Aber... Oh Gott, okay. Es sind noch drei Teams, also mit mir vier Teams. Über dir auf der Insel. Ja, ja, ja. Da wo das Haus ist, ist einer. Ich glaube gegenüber sogar könnte noch jemand hier sein. Hier so. Bin gespannt. Aber gut ist, dass wir auch die Fähigkeit haben jetzt. Okay. Top 5. So. Das Problem ist, wir haben aber auch kein Schild. Das ist das größte Problem von allen. Aber wir haben die Chewbacca-Kanone, das ist gut. Okay, theoretisch könnte man es auf jeden Fall die Runde holen. Wir haben jetzt nur wirklich doofen Loot. Gott. Oh Gott. Dagegen alles schwer. Oh Gott. Oh mein Gott, okay, wir werden Platz 2. Oh, okay, Platz 2, schade. Ah, Mann, hätte Tilka noch gelebt, wäre es vielleicht noch besser gewesen. Ach, Mann, schade, schade, schade. Ja, 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 deswegen Krone ab. Aber ihr seht, man kann's holen, wenn man erstens noch die Mate hat und zweitens, wenn man besseren Loot hat. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns in der nächsten Fortnite-Challenge. Adios, amigos. Ciao, ciao.
abonniert mich doch. Danke euch allen, ihr seid top. Amigo TV ist hier für dich. Abonniert, liked und teilt, das ist wichtig.